Hallo, hier ist Elf und Elf war mit dem Papa dabei. Hallo, und wir haben hier heute solche Chips. Kann man sammeln, nämlich in so ein Buch hier. Genau, das ist das Sammelalbum. Und da kann man die Fußballfieber Frankreich 2016. Dann kann man die halt da so irgendwie reinklipsen. Und hier haben wir einen, so sehen wir nämlich aus. Davon habe ich jetzt Frankreich. Und was habt ihr immer bisher damit gemacht? Die so ans T-Shirt gemacht. Und dann kann man die da so ranklipsen, ne? Ja, die macht man dann daran. Genau. Warte. Das ist eine Möglichkeit, die man damit machen kann. Man kann die so als Anstecker nehmen. Wenn man da mehrere von hat, dann kann man die hier überall überall voll stickern. Oder man kann auch ein paar Spiele damit spielen. Und wir wollen jetzt mal ein paar auspacken, ne? Ja. Okay. Wie viele haben wir denn überhaupt? 1, 2, 3. Einmal gibt es hier welche bei Sky. Die gibt es umsonst für einen Einkaufswert von 10 Euro, wenn man da einkaufen geht. 15 habe ich. Und die kann man kaufen. Die kosten 49 Cent, glaube ich, ne? Ja. Also 50 Cent. Und dann fangen wir mal an. Machen wir mal welche auf. Und ich habe hier... Russland. Und was habe ich? Ukraine. Das ist Ukraine? Ja. Ukraine. Russland. Schön auf den Tisch raufkrabbeln. So, und man kann die jetzt auch so zusammenstecken. So. Dann kann man die so hinstellen. Oder man kann damit eben auch Fußball spielen. Und dafür braucht man aber auch eine Mannschaft. Guck doch mal richtig hin, da sind noch Aufkleber dabei. Oh nein, und ich habe auch noch meinen Aufkleber hier abgerissen. Mach die mal. Stimmt. Also, da sind auch noch Sticker mit drin, kleine Aufkleber. Du weißt doch immer, wer das ist hier, ne? Wales. Und ich habe hier Österreich. Okay. Also, ich lege mal meine Aufkleber hier zur Seite. Mach das mal so, so und dann so links. Ja, sehr. Mach ich. Nehmen wir den zweiten. Du hast schon den zweiten aufgemacht. Italien. Obwohl, was ist das nochmal? Italien? Ich glaube Italien. Was ist das hier nochmal? Warte. Nee, den hattest du auch, ne? Frankreich. 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 Und Italiener. So. Italiener. Jetzt haben wir hier schon ein paar. Ich hatte schon zweimal jetzt diese zweimal Österreich-Aufkleber. Österreich hier, ne? Das hier. Solche Aufkleber gibt es immer mit dabei. Oh Mann. Wo klebt man sich die dann überhaupt hin? Keine Ahnung, irgendwo. Hier habe ich eng. Ey! So, okay, also nicht ins Gesicht, vielleicht hier auf die Stirn. Weißt du was? Du gehörst jetzt zu jemandem von Österreich. Du lebst jetzt in Österreich. Okay. So, was haben wir hier noch drin? Ich hatte eine Zahn. Was ist denn das hier? Das ist, das ist aus England, ne? Ja, England, eine von den drei Fahnen. Ja, habe ich auch nicht. Das ist auch eine von den drei Fahnen. So, jetzt machen wir mal weiter. Ja, ich hab, wie viel hast du jetzt? Ich habe erst zwei und du hast schon drei. Vier. Ne, der eine war ja schon offen, oder? Ne, der offene. Dann ne, der offene. So, was haben wir hier? Ukraine-Aufkleber. Und ich habe Portugaler, Portugaler. Ich habe auch Ukraine-Aufkleber. Ja, super. Und hier sind die Türken, die Türkei. Warte, sag mal. Oh, runtergefallen. Portugal. Ich hab hier Portugal. Oh, so vom Tisch hier runter. So, das war die Türkei hier, ne? Ich hatte Portugal. Ist doch Türkei, oder? Ja, Mond mit Stern. Türkei. Rot und Weiß. So, jetzt kommt mein nächster. Und wir haben... Das ist die ganz knapp an Deutschland. Das sieht doch hier wieder nach Italien aus, oder? Vielleicht ist ganz knapp Deutschland.
ganz, ganz knapp. Nehmen wir, ist Ukraine. Och Mann, Leute, das ist. Ja. Ich hab Ungarn! Ungarn. Was ist denn? Komm vom Tisch runter. Ungarn! So, und was haben wir hier? Was hab ich hier? Guck mal. Russland. Ihr kennt sich gut aus mit den Ländern. Ich bin ja auch in der Schule, du warst in der Schule. Ja, schon ein bisschen her, ne? Und das kann jetzt auch Deutschland sein, vielleicht. Ja. So, okay. Mit, oh Mann, Spanien! Spanien, hier. Ja, genau. Und außerdem, Papa. So, dann sag mir mal, was ist das denn? Das ist Irland. Klebst du mir jetzt noch einen drauf? Ja. So. Okay, haben wir noch einen? Ja. Zwei noch. Das, Mann, das ist immer okay, das wusstest du auch, ne? Slowakei. Slowakei. Super. Schon wieder England, ey. Jetzt der letzte. Oh Mann. Oh Mann. So sieht er doch richtig aus. Weißt du guck was? Mal. Jetzt kriegst du noch ein Spielfeld drauf. Spielfeld. Habe ich jetzt schon drei? Ja. Warte, du kriegst auch noch ein Spielfeld. Und dann müssen wir gleich mal gucken, was unser echtes Spielfeld hier macht. Das müssen wir auch noch mal auspacken, ne? So, Schluss jetzt. Wollen wir das jetzt mal auspacken? Ja. Okay, dann guck mal rein. Da soll jetzt ja ein Spielfeldball raus. Warum ist das denn hier noch? Ein Poster. Wow, wie groß ist das denn? Oh! Hier ein super Poster. Kann man eintragen, welche Mannschaften gewinnen, welche gewonnen haben. Guck mal, was ich hier habe. Ich habe alle Aufkleber, da stehen auch die Sachen drauf. Cool. Albanien, Schweiz, Deutschland, Türkei. Hier, das ist ein Aufkleber. Da sind die ganzen Flaggen abgebildet, die ganzen Nationen. Wir haben hier jetzt eine Möglichkeit, wo wir diese Smileys reinklipsen können. Warte, ich habe schon mal ein paar geklipst. Werden die mit dem Rahmen da reingeklickt? Oder ohne? Nee, ohne. Ohne. Ohne, ne? Wo kommt denn der Rahmen? Und hier habe ich die Türkei. Ich brauche was Passendes. Passt. Warte, war das auch richtig? Ja, das war richtig. Hier ist die Türkei. Und jetzt? Bleibt das hier mal so offen. Jetzt kann man damit nämlich spielen. Ich kann jetzt schießen, indem ich hier gegen den Spieler gegenschnipse und der Ball, dann soll der halt wegfliegen, also weggeschossen werden. Ich habe jetzt bis dahin geschossen, jeder darf dreimal und du kannst jetzt dein Torwart nochmal verändern. Du kannst ihn zum Beispiel hier hinstellen oder lässt ihn da stehen, wo er ist. Und jetzt versuche ich nochmal hier, nee, hier hochgesprungen. So, zwei, willst du dein Torwart nochmal verändern? Da komme ich ja gar nicht rein. Kein Tor geschossen. Dann bist du jetzt dran. Wir drehen das einmal um. So. Genau, du nimmst deinen Ball und ich stelle mein Torwart hier hin. Nee, nee, du musst so schnipsen. Okay. Und dann schnips mal den Ball. Tor 1 zu 0. Also ich würde sagen, du hast gewonnen. Jawohl. Wollen wir nochmal? Ja. Okay. Du machst weiter. Machen wir weiter. Okay, also steht jetzt 1 zu 0 für dich. Ja. Ich komme mal mit meinem Torwart ein bisschen raus. Und dann. Du darfst dreimal. Ich darf auch mein Torwart hier verstellen. Und wenn ich mich nicht irre, glaube ich, darf man hier gar nicht mehr schießen jetzt. Ne? Aber wir nehmen das mal nicht so genau. Schieß mal. Freistoß vom Tor. Das war ein Freistoß vom Tor. Okay. Dann mal los. Hey, man darf dreimal, das waren drei jetzt. Gehen Wechsel. Und der eine Freistoß.
Also noch einmal. Ja, Freistoß. So, jetzt bin ich dran. Mal sehen, ob ich den jetzt reinbekomme. Wir bleiben hier dabei mit den Spielern so. So, und dann guck ich mal. Eins. Zwei. Ich glaube, der ist drin, oder? Nein, das zählt nicht mehr, wenn der abgeflogen ist. Na gut, Spieler hat das Spielfeld verlassen, dann geht das auch nicht. Freistoß. Immer noch 1 zu 0. Freistoß zum Tor. Ach, weil die ist einfach aus dem Spielfeld gerannt. Für dich Freistoß, Baby. Ja. So, so genau spielen wir jetzt nicht. So, du bist wieder dran. Oh nee. Und ich würde sagen, dann hören wir auch auf. Das ist jetzt der letzte Durchgang. Bisher steht es 1 zu 0 für Ash. Soll ich? Ja. 1, 2. Tor! Nee, das ging daneben. Nein. Es war allerhöchstens Pfosten. Bis zur Grenze. Ach, das Tor ist hier. Ja. Aber du hast gewonnen, 1-0. Gut gemacht. So, wir sind fertig hier mit unserem Fußballfieber Smiley World. Wie nennen sie sich denn nun hier? Fußballfieber. Ach so, die heißen Smiley World Clipchips. Das waren jetzt unsere Clipchips von Sky, von Smiley World. Wie gesagt, man kann die so anstecken oder hier so ein Spiel spielen. Wenn man zwei solche Fußballfelder hat, kann man auch schön so, genau, kann man auch ein richtiges Spiel spielen. Oder man kann auch aus diesen Clipchips einen Turm machen und dann mit diesen Plastikteilen den Turm versuchen umzuwerfen. Also da gibt es jede Menge Spielmöglichkeiten. Ja. Unser Spiel ist zu Ende. Ash hat 1-0 gewonnen. Ja. Und das war's. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns einen hoch. Und wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.